Hallo und herzlich willkommen hier bei Brennweite, eurem monatlichen Filmticker. Und heute geht's um Mortal Engines, dem neuen Film von Peter Jackson. Heute in der Sendung Amelie und Max. Die beiden haben den Trailer für Mortal Engines schon gesehen. Und für die, die ihn noch nicht gesehen haben, wir schauen nochmal rein. London. 60 minutes is all it took to bring humanity to the very brink of extinction. Mankind mobilized. A new age arose. The age of the great predator cities. Survival of the fastest. Valentine, this is for my mother. Stop her! Tom! Ask him why he murdered my mother. I'm sorry you had to head out. Esther Shaw. She won't stop until I'm dead. Unless you kill her first. I want them found! Get on! I've been looking for you for a long time. Your mother. She said she had found something dangerous. She was afraid of Valentine, of what he might do. The man who controls this, controls the world. She said that you could stop him. This weapon can wipe out the largest city in the blink of an eye. Not if we shut it down. Nothing can stand in the face of this. We have to stop London before it destroys us. You sure you want to do this? Once we go in, there's no going back. I have to. Ja, krass, in welche Welt uns Peter Jackson hier wieder führt. Was haltet ihr davon? Ja, geht so. Also ich würde jetzt wahrscheinlich selber nie auf die Idee kommen, in den Film zu gehen. Bin aber trotzdem sehr gespannt, wie der dann sein wird. Ein Trailer sollte den Zuschauer locken, dazu ins Kino zu kommen. Und wieso sollte man dann im Trailer schon, also in der Vorschau zeigen, was jetzt die komplette Ausgangsposition ist? Das verstehe ich nicht immer. Zieht aber immer wieder ein sehr, sehr großer Haufen Leute ins Kino. Und ja, aber das ist auch die Action. Also ich glaube, viele, ja vor allem Männer wahrscheinlich, finden den auch, also sehen den Trailer und denken sich, boah, richtig stark, da muss ich rein. Und der Peter Jackson allein zieht ja schon Mengen an, weil er ist halt einfach dafür bekannt, dass er gute Filme gemacht hat, obwohl ich jetzt nicht sage, dass der Hobbit so mega, mega gut war. Also ich finde, Peter Jackson ist ein wunderbarer Weltenschaffer. Was er in Herr der Ringe bzw. der Hobbit geschaffen hat für eine Welt, so Fantasiewelten. Jetzt ist es, spielt wieder in der Zukunft. Und diese Welten, die er schafft, sind einfach genau wie bei Fantastische Tierwesen. Ich finde, was da geschaffen wurde, da denkt man jetzt nicht direkt drüber nach, wenn man so über andere Welten denkt, sondern es wird einfach so viel Kreativität und Idee reingesteckt in diesen Film und in die Weltenerschaffung. Das finde ich einfach, wird bei dem Film auch, also was ich vom Trailer sehen kann, ist da auf jeden Fall ein großer Pluspunkt, finde ich, was da geschaffen wird. Ja, schaut schon interessant aus. Es schaut irgendwie krass aus, weil es ja so wirkt, als wenn die normale Welt total kaputt wäre und es wirklich nur lebenswert ist auf diesen fahrenden Städten. Also irgendwie macht's, wächst, weckt
ist schon so ein bisschen die Neugierde, wie soll das funktionieren, wie schaut es aus. Also das finden die, haben sie gut gemacht. Mhm. Ja, man muss auf jeden Fall immer sagen, also gerade bei diesen drei Filmen, die du jetzt genannt hast, Herr der Ringe, Der Hobbit und eben Mortal Engines, um den es heute hier geht, ist der Hintergrund ja immer ein Buch. Und die Ideenschaffer sind ja da die Autoren natürlich, aber der Regisseur hat auch natürlich eine große Verantwortung, den Film dann umzusetzen, das Buch, die Story in den Film zu verpacken. Und ja, wie denkt ihr, wird das in diesem Film gelingen? Ja, grundsätzlich ist es ja immer leichter im Buch als im Film. Mhm. Aber also das, was man bis jetzt sieht, schaut es wirklich aus, als wenn er die Welt sehr gut wiedergibt. Also ich finde sogar in diesem kurzen Ausschnitt jetzt hat man schon richtig, ja, ein richtiges Gefühl, wie das da so sein wird. Eben nicht schön und ja, eben die Welt ist so kaputt. Kriegerisch, und man, ja. Ja, genau. Und man lebt so auf diesem riesen Schiff da und kann nicht raus. Der riesen fahrenden Stadt mit Panzer. Ja. Keine artigen Fortbewegungsmittel. Also ich habe auch als erstes so dran gedacht, so wie im Mittelalter. Da waren so die Leute auf ihren Burgen und die haben sich gegenseitig bekämpft. Mhm. Und jetzt sind halt sozusagen die Burgen auf in die Zukunft versetzt worden. Genau, ein bisschen. Und auf Rädern. Interessanter Gedanke. Und die Welt. Und es ist ja auch so ein bisschen wie David gegen Goliath, das Ganze, oder? Die Kleinen verbünden sich gegen die große Stadt, die sich über ihnen auftut, ja. Was haltet ihr von dem? Zu David und Goliath denke ich, man hat ja im Trailer schon die Protagonisten gesehen, das Mädchen und der Junge, der mit ihr von der Reling gekickt wurde. Ja. Und den vermeintlichen Gegner von ihnen, ja, den Bösen, der die Stadt, genau, der sie runtergeschubst hat und der die Stadt London sozusagen kontrolliert. Und er möchte, was man aus dem Trailer entnehmen kann, eine Superwaffe bauen oder irgendwie dran erlangen. Und genau, das heißt, die Supermacht, die von London aus ausgeht, muss natürlich gestoppt werden von den Guten. Und ja, ob es die kleinen Leute schaffen werden, dann eben im Film den großen ob sie es schaffen oder nicht, das werden wir im Kino sehen. Wir freuen uns, wenn ihr auch wieder dabei seid und bis zum nächsten Mal.